إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Werden heute fortsetzen mit Geschwistern, mit Kitab und Nikah von dem Buch Al-Wajiz über das Buch der Heirat. Und das letzte Mal haben wir darüber gesprochen, ob eine islamische Hochzeitsfeier zu veranstalten Pflicht ist. Was haben wir gesagt? Was ist das Urteil darüber? Dass die Angelegenheit weit ist. Jetzt zu gestalten. Was haben wir darüber gesagt? Ist das Pflicht oder Sunna? Ein Teil sagt Sunna, ein Teil sagt. Genau. Das ist eine unterschiedliche Meinung unter den Gelehrten. Ein Meinungsunterschied unter den Gelehrten. Manche sagen, das ist eine Sunna und manche sagen, das ist eine Pflicht. In jedem Fall ist das bestätigt. In jedem Fall ist das bestätigt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat in Befehlsform gesprochen, so dass es eher zu einer Verpflichtung tendiert, wenn auch sehr viele Gelehrte gesagt haben, dass dieses eine Sunna darstellt. Und dann haben wir darüber gesprochen, liebe Geschwister, dass man auch natürlich, wenn man Leute einlädt, dort ein sozusagen Essen bereitet. Was muss dieses Essen beinhalten? Muss das ein bestimmtes Essen sein oder ist die Angelegenheit hier weit? Die Angelegenheit ist weit, das heißt, es muss nicht auf was beschränkt sein, auf Fleisch, sondern man kann auch andere Dinge machen. Und das ist natürlich eine schöne Botschaft für diejenigen, die sich nicht so viel leisten können, die schon sehr, sehr damit überlastet sind, so eine Hochzeitsfeier zu organisieren. Wen lädt man ein bei der Hochzeitsfeier? Sowohl die Reichen als auch die Armen. Beide sollten eingeladen werden. Man sollte hier nicht die Armen absichtlich von dieser Feier zurückhalten. Dieses ist gegen die Sunna, wenn man das macht, liebe Geschwister. Und dann sollte man natürlich bedenken, wenn man eingeladen wird allgemein, was ist das Urteil über die Annahme von einer Hochzeitsfeier? Dass sie allgemein verpflichtet ist. Allgemein ist sie verpflichtet, dass sie verpflichtet ist. Und wir haben gesagt, außer in welchem Fall? Islamischen Grund. Außer es gibt einen islamischen Grund. Und von der anderen Seite, wenn was dort gemacht wird, also Haram. Wenn dort Haram gemacht wird, dann ist es deine Pflicht, nicht hinzugehen. Es ist verboten, dorthin zu gehen, weil dieses mit Übel verbunden ist. Das sind die Themen, über die wir das letzte Mal gesprochen haben. Heute, wie in der Samir Alim, machen wir weiter. Der Autor Hafidullah sagt, ويجوز له أن يسمح للنساء في العرس بإعلان النكاح بالضرب على الدف فقط. Und es ist erlaubt, dass man den Frauen erlaubt, das heißt, es ist gestattet, dass man den Frauen erlaubt, wenn man eine Hochzeit veranstaltet, dass mit dem Daf gespielt wird oder beziehungsweise auf dem Daf oder Duf, beides ist richtig, geschlagen wird. Dass auf dem Duf geschlagen wird. Und das Singen, al-mubah alladhi laysa fi wasf al-jamal wa dhikr al-fujur. Das Singen, welches bestimmte Elemente nicht beinhaltet, und zwar, dass man übertrieben seine Stimme schön macht, beziehungsweise, dass man diese übertriebene Schönheit zur Geltung bringt und dass man etwas singt, was nicht angemessen ist von der Wortwahl oder vom Inhalt oder sonstiges. Na? وفي ذلك أحاديث. Und diesbezüglich gibt es أحاديث. So sagte der Prophet صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح. Das, was der Unterschied zwischen Halal und Haram ist, ist, dass man einen Duff benutzen kann, dass man einen Duff benutzen kann und bei dieser Heirat singen darf. Dass man einen Duff benutzen kann und dass man singen darf. Und dass man singen darf, ist auch bestätigt in einer anderen Überlieferung, liebe Geschwister. Es gab eine von den Sklavinnen, die hat für den Propheten sallallahu alaihi wasallam etwas vorgetragen, so eine Art Nashid, und dann sang sie: وَفِينَ نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ.
Und unter uns gibt es einen Propheten, er weiß, was morgen sein wird. فَقَالَ دَعِي هَذِي. So sagte er zu ihr, unterlass das. Warum? Was hat sie gemacht? Sie hat Ilmul Ghaib auf ihn. Sie hat ihm zugeschrieben, dass er Ilmul Ghaib hat. Das verborgene Wissen. Er weiß, was morgen ist, hat sie gesungen. Er sagte zu ihr, lass das, وَقُولِي بِالَّذِي كُنْتِ تَقُولِينَ. So unterlass das, was du gerade gesungen hast, aber mach mit dem weiter, was du... Das heißt, er hat dir was erlaubt? Zu singen. Weiter zu singen. Deswegen, wie ist die Angelegenheit hier? Allgemein, Ad-Duff. Was ist Ad-Duff? Das ist so eine kleine Handtrommel. Das ist eine kleine Handtrommel. Ja? Und ihr habt das mit Sicherheit schon gesehen. Diese Duff gehört allgemein unter den Musikinstrumenten, unter Al-Ma'azif. Das heißt, das Urteil obliegt demselben Urteil wie Al-Ma'azif. Ma'azif sind im Islam was? Verboten. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt in einer Überlieferung, Imam al-Bukhari hat sie mu'allaqan, das heißt im Anhang erwähnt, direkt hat er vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam berichtet, dass der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam sagte, es wird eine Zeit auf meine Umma zukommen, so werden die Leute, die Sinna und Al-Harir, bedeutet die Seide, und Al-Khamr, den Alkohol, und Al-Ma'azif für erlaubt erklären. Wenn er sagt, sallallahu alaihi wa sallam, für erlaubt erklären, was ist in Asl, was ist der Ursprung? Dass sie haram sind. Was ist jetzt die Kritik an den Leuten? Sie werden sagen, dass das, was haram ist, was halal ist. Und die Überlieferung ist klar, die ist bei Al-Bukhari. Und deswegen die vier Rechtsgelehrten von Imam Abu Hanifa über Imam Ahmad, rahmatullah alayhim, sie haben alle Al-Ma'azif für verboten erklärt. Al-Ma'azif sind, wie Sheikh al-Islam rahimullah ta'ala sagte, nach allen vier Rechtsgelehrten verboten. Und das war das, was die Sahaba und die Tabi'in und die Rechtsgelehrten nach ihnen vertreten haben. Die Ma'azif dürfen nicht benutzt werden. Aber wo gibt es jetzt eine Ausnahme? Natürlich, wenn wir sagen, dürfen nicht benutzt werden, das allgemeine Urteil ist, dass sie haram sind. Jetzt brauchen wir was, um zu sagen, dieses ist erlaubt? Einen Beweis. Einen Beweis, einen speziellen Beweis. Hier haben wir zum Beispiel einen Beweis, dass die Frauen, wenn sie möchten, sie können mit dem Def spielen. Wer? Die Frau. Die Frau. Und nach der Ansicht der meisten Gelehrten definitiv ist das nichts für die Männer. Das ist für die Frau. Sie dürfen auf einer Heiratsfeier oder jetzt zum Beispiel bei Eid, dürfen sie trommeln. Die Frau, nochmal, ich betone, die Frau. So. Wenn die Männer das vom Weiten hören, ist das erlaubt für sie? Ja oder nein? Ist erlaubt. Wir haben doch gesagt, der Prophet, der hat doch selber gehört, wie eine Naschid gesungen hat. Und er hat ihr nicht verboten, das zu tun. Wenn man das von Weitem hört, aber das heißt nicht, dass die Frau dann ein Mikrofon benutzt und sagt, ja, ayyuhal rijal, oh ihr Männer, ich werde euch jetzt was Schönes singen. Das ist, wenn man das hört. Wenn man das hört, okay, von Weitem, dann ist das der Fall, dass dieses nicht verboten ist. Und hier haben wir noch eine Sache, dass wenn wir sagen, der Duff ist erlaubt in bestimmten Situationen, dann ist das auch nur für diese Situation. Sonst ist es verboten. Sonst ist es was? Verboten. Und nochmal, wir reden nicht darüber, dass die Männer den Duff benutzen und darauf trommeln, sondern wir reden darüber, dass die Frauen den Duff benutzen und damit trommeln. Und dann haben wir eine Angelegenheit, die wichtig ist zu verstehen, dass eine Hochzeitsfeier nach dem Maßstab im islamischen Sinne gemacht wird. Das heißt, ein Muslim hält sich dabei an die Grenze. Was erlaubt ist, ist erlaubt. Schaut mal, was der Prophet hier sagte. Fassen wir mal bein al-halal wal haram, al-duff. Der Unterschied zwischen dem, was verboten ist und was erlaubt ist, ist der Duft. Das heißt normalerweise, der Duft ist verboten zu benutzen. Aber an so einem Tag, ein Tag der Freude, ist das erlaubt. Aber sie wollen keinen Duft. Sie wollen Beatbox. Duft reicht eh nicht.
Schaut mal, subhanallah. Und hier seht ihr immer den Unterschied zwischen einer Person, der zufrieden ist mit der Religion Allahs. Und jetzt, selbst wenn die Frauen, sage ich mal, Naschid hören, okay? Was reicht ihnen nicht? Nee, es muss was sein. Musik, merkt ihr, wie Shaitan die Leute immer zum Haram bringt? Und sie unzufrieden macht mit dem, was halal ist. Und das sind nur Leute, die unzufrieden sind mit ihrer Religion, die das nehmen, was haram ist. Eigentlich, subhanallah, ich möchte das nicht Ersatz nennen, aber in vielen Phasen oder in vielen Lebenssituationen kannst du zwischen haram und halal unterscheiden. Einer wohnt zum Beispiel mit seiner Freundin in einer Wohnung. Und der macht mit ihr haram und dies und das. Was könnte er machen stattdessen? Hä? Heiraten, da liegt er auch mit einer Frau zu Hause. Aber nein, sein Herz tendiert zum Haram. Du hast Fleisch vor dir, Halal-Fleisch, und neben dir zwar kein Schweinefleisch, aber nicht Halal. Nein, es gibt welchen, der sagt dir, ich kann jetzt nicht warten, ich muss das andere Fleisch essen. Als ob er gleich stirbt. Und hier siehst du, Allah Azzawajal sagt über diese Leute, وَكَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Und so werden wir sie mit dem prüfen, weil sie Frevler waren. Das heißt, sie haben Schmutz in ihren Herzen. Also hat Allah Azzawajal sie mit was geprüft? Mit Halal und Haram. Mit Halal und Haram. Weil sie diesen Schmutz in ihrem Herzen haben, damit Allah Azzawajal zu Geltung bringt, was sie letztendlich verbergen in ihren Herzen. Du siehst manche Leute, der hat einen Laden, der könnte zum Beispiel normale Getränke machen. Aber nein, was muss bei ihm sein? Alkohol. Er muss Alkohol verkaufen. Und hier siehst du diese Leute, die nicht das Halal wollen. Wenn er überlegen würde, hat Allah sein Riss geschrieben? Gibt es Leute, die Alkohol verkaufen und pleite sind? Ja oder nein? Das heißt, schaut mal, subhanallah, dein Riss ist doch geschrieben worden von Allah. Und du kannst dein Riss im Halal oder im Haram erwerben. Im zweiten Falle wirst du was? Zur Rechenschaft gezogen. Sogar, sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, La tazulu qadama abidin yawm al-qiyama hatta yus'al an arba. Die Füße von einem Diener werden sich am Tage der Auferstehung nicht bewegen, bis er nach vier Dingen gefragt wird. Das erste ist, an shababihi fima, seine Kindheit, wie er sie verbracht hat. Nach seiner Jugend, wie er sie verbracht. Was ist los mit euch? Wie er sie verbracht hat. Das ist eine Frage. Die erste Frage. Und dann wird er auch nach was gefragt? Nach dem Einkommen, wie er es verdient hat und wie er es ausgegeben hat. Wie er es verdient hat. Vorher werden sich deine Füße nicht bewegen. Du bleibst an dieser Stelle stehen. Bis Allah dir diese Fragen stellt. Und das werden schwere Fragen für manche Leute sein. Möge Allah Azzawajal uns nur nach dem Halal trachten lassen. Das heißt, liebe Geschwister, nochmal, allgemein sind Musikinstrumente verboten. In einer anderen Überlieferung sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, es wird eine Zeit kommen, wo es, natürlich auf seine Oma meint er, wo es einen Erdrutsch und einen Steinregen und Umwandlung von Menschen zu Affen und Schweine kommen wird. Dann wurde er gefragt, in welcher Zeit ist das? Er sagte, sallallahu alaihi wa sallam, idha shuribal khumr, wenn zu diesem Zeitpunkt der Khamr getrunken wird. Und was noch? Und wenn die Sängerin anfangen zu singen. Das heißt, wenn ihnen zugehört wird, wie sie singen. Wen den? Sängerin. Und wenn mit den Musikinstrumenten gespielt wird. Kleine Sünde oder große Sünde? Große Sünde. Das Hören von Musik ist eine große Sünde. Sagt man, es gibt Ikhtilaf der Gelehrten. Ja, Habibi. Bevor du redest, denk erstmal nach. Und höre hier nicht irgendwelchen Europa-Imamen zu, die sowieso keine Ahnung von der Religion haben. Subhanallah, wir sagen ihm die Überlieferung bei Bukhari,
Es wird Leute in meiner Umma geben, die werden diese Sachen, die haram sind, zu halal erklären. Da hast du deine Leute, die dir das zu halal erklären. Hier hat doch dir der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt. Und dann argumentiert er noch mit denen. Oder ist das nicht, subhanallah? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dir gesagt, diese Leute werden da sein. Die werden dir sagen halal, während wir sagen haram. Wen bestätigen wir? Den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber er sagt dir, nein, du und der Prophet, ihr seid falsch. Ich nehme von dem Imam Abu Dunya das und das. Weil der will nur die Dunya, deswegen verkauft er den Leuten so die Religion. Subhanallah. Schaut mal, wenn Leute ihre Gelüste, wir sagen ihnen eins, wir reden jetzt nicht über Urteil, über Musik mit dir. Wir reden nicht über Musik mit dir. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam neben dir sitzt, machst du MTV auf? Macht er? Ich will jetzt nicht mit ihnen über Halal Haram reden. Wird er machen? Ja. Wallahi, wenn er ja sagt, ist er der größte Lügner. Wofür schämst du dich? Abu Effa, Abu Rechafmai. So gut, was du machst. Gibt dem Propheten sozusagen die Fernbedienung und sagt, mach MTV. Der wird das niemals machen, weil er weiß, dass das etwas Schändliches ist. Wird er seine Zigarette ihm anbieten? Gurken, Tomaten kann man anbieten, ja oder nein? Halle. Aber warum nicht Zigarette? Das heißt, diese Leute wissen, dass das haram ist. Aber was folgen sie? Ihren Gelüsten, ihren niedrigen Gelüsten. Und daher fallen sie darauf rein, liebe Geschwister. Und dann sagt der Autor, وَالسُنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Jungfrau geheiratet hat, also jetzt nicht eine Frau, die schon verheiratet war, sondern eine Jungfrau, dann ist er bei ihr, wie lange geblieben? 7 Tage. وَقَسَمَ. Und er hat die Nächte unterteilt. وَإِذَا تَزَوَّجَ ثَيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَسَمَ. Wenn er aber eine Frau geheiratet hat, die schon verheiratet war, dann ist er 3 Tage bei ihr geblieben. Das heißt, wenn er sie neu geheiratet hat. Und dieses bringt uns jetzt zu einem Thema, wo wir über die Mehrehe sprechen, liebe Geschwister. Er sagt, ويجب على الرجل العدل بين نسائه في الطعام والسكن والكسوة والمبيت وسائر ما هو مادي. Er sagt, Hafidullah, und es ist verpflichtend für einen Mann, dass er Gerechtigkeit walten lässt zwischen seinen Frauen beim Essen und Wohnen und Kleidung. Und Al-Mabit, sagen wir mal, Übernachtung, yani, wie können wir das sagen? Und, nee, nicht Unterkunft. Al-Mabit, wenn man übernachtet, bei der Übernachtung und bei den restlichen Dingen, die Hilfe benötigen für die Frau, wo er ihr etwas geben muss. فَإِنْ مَالَ إِلَىٰ إِحْدَهُنْ دُونَ الْأُخْرَى شمله الوعيد المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط والعياذ بالله. Er sagt, und es ist verpflichtend, dass der Mann zwischen seinen Frauen Gerechtigkeit walten lässt. Und wenn er nicht gerecht ist zu seinen Frauen, dann wird er Yawmul Qiyamah vor Allah Azza wa Jal mit einer schiefen Hälfte stehen. Das ist seine Strafe dafür, dass er nicht gerecht zwischen seinen Ehefrauen gewesen ist. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِي اللَّيْلِ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِي الْمَيْلِ الْقَلْبِ. Und es ist für ihn keine Sünde, dass er sich mehr einer Frau zugeneigt fühlt, herzensmäßig. لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ وَلِذَا قَالَ تَعَالَى سُبْحَانَ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ. Natürlich diese Angelegenheit, wir haben darüber geredet, liebe Geschwister, wenn man eine Mehrehe hat, führt, dann gibt es sowieso erstmal 2 Bedingungen, ob du überhaupt eine Mehrehe führen kannst. Das ist erstmal, was, dass du finanziell in der Lage bist. Erster.
Und zweitens, dass du was? Gerecht zwischen den Frauen bist. Nochmal, erstmal finanziell in der Lage. Sag mal, wenn man finanziell nicht in der Lage ist, darf man eine Mehrehe führen? Subhanallah, deine Pflicht ist doch, wen zu versorgen? Deine Familie. Wenn du es nicht kannst, dann darfst du es nicht. Weil das ist deine Pflicht. Du kannst ja nicht zu deiner Frau sagen, du versorgst mich. Es sei denn, sie ist reich und sie sagt, ich mache alles für mich, ich will dich nur als Mann haben. Na? Ach, nur was sagen dann. Kann man nicht sagen. Nein, aber allgemein, natürlich, er muss finanziell in der Lage sein. Und zweitens, außer dem Finanziellen, was haben wir gesagt? Gerechtigkeit walten lässt. Und hier sagt Allah Azza wa Jal, und du wirst zwischen deinen Frauen, oder du wirst zwischen den Frauen keine Gerechtigkeit herstellen können, selbst wenn du dich sehr anstrengst, dieses zu erreichen. In einer anderen Ayah sagt Allah Azza wa Jal, Fankihum, Taba, La. So heiratet die, die euch gut erscheinen. Das heißt, wie viel? Zwei, drei oder vier. Was bedeutet das? Hat Allah Azza wa Jalla die Mehrehe erlaubt? Er sagt, فَنْكِحُ مَا تَعْبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ. Entweder zwei oder drei oder vier. Und wenn ihr nicht gerecht werden könnt, dann nur ein. Aber in dieser Eier heißt es, ihr könnt gerecht sein, richtig? Das heißt, außer ihr seht, ihr könnt nicht so viele selber durch diese Umstände heiraten, dann bleibt bei einem. Aber Gerechtigkeit. In der anderen Eier sagt Allah, du kannst nicht gerecht sein. Was meint das dann? Das meint, du kannst was dein Herz nicht du kannst deine Liebe zu den Frauen nicht gerecht verteilen. Deswegen sagen wir immer, die Geschwister, die Ayat müssen erklärt werden. Es gibt Leute, der sagt, oh, da ist ein Widerspruch, ja, ich hab's endlich. Aber es geht. Natürlich, hier meint es was? Dein Herz. Du kannst nicht unter den Frauen dein Herz aufteilen. Die eine liebst du mehr als die andere. Jetzt zum Beispiel. Eine Frau, wenn du ihr was sagst, die macht sofort, was du von ihr möchtest. Und zusätzlich ist sie sehr religiös. Eine andere, bei jeder Sache sagt sie dir, ich habe meine eigene Meinung. Und zudem, sie betet fast gar nicht, vernachlässigt sehr ihre Gebete. Wen wirst du natürlich mehr lieben? Die erste. Die erste. Das ist klar. Das heißt, das ist eine Sache, die kannst du nicht beeinflussen. Selbst deine Kinder. Einer gehorcht dir und er macht immer das Gute und der andere läuft mit Banden rum und bringt dir jeden Tag die Polizei nach Hause. Du kannst mir nicht sagen, dass du den genauso liebst wie den. Das sind unterschiedliche Dinge, die man nicht beeinflussen kann. Und deswegen, liebe Geschwister, hat Allah Azza wa Jalla gesagt, du kannst das nicht beeinflussen, herzensmäßig. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat versucht, in jeder Sache gerecht zu sein, aber das ist nun mal so. Einmal kam Abu ibn al-As radiallahu anhu al-Ba und er fragte den Gesandten sallallahu alaihi welche Menschen liebst du am meisten? Was hat Amr ibn al-As natürlich gedacht oder erhofft, dass er was sagt? Du. Faqala Aisha. Er sagte, die, die ich am meisten liebe, ist Aisha. Hier sehen wir zum Beispiel, wen hat er am meisten geliebt? Aisha. Hat er andere Frauen gehabt? Er hat andere Frauen gehabt, aber er hat Aisha am meisten geliebt. Amr ibn al-As meinte zu ihm, min al-Rijal, ja Rasulallah, unter den Männern beliebst du am meisten. Qala Abuha, ihr Vater. Und dann Omar, und dann hat er irgendwelche Männer aufgezählt. Natürlich nach der Reihenfolge, die euch genannt ist. Das heißt, diese Angelegenheit ist klar. Diese Angelegenheit ist klar. Und daher, liebe Geschwister, die Mehrehe, wir haben gesagt, hat zwei Bedingungen. Welche? Erstmal die finanzielle und zweitens Gerechtigkeit. Was bedeutet jetzt Gerechtigkeit? Bedeutet Gerechtigkeit, wenn ich der ein Geschenk kaufe, dann muss ich der anderen für denselben Wert ein Geschenk kaufen? Antwort: Nein. Nein. Deine Aufgabe ist, Gerechtigkeit walten zu lassen. Bedeutet.
hast ein Haus, Vereine, mit der du zwei Kinder hast. Und du hast eine kleine Wohnung für eine, die 6 Kinder mit dir hat. Ist das in Ordnung? Nein. Weil die eine bedarf mehr und die andere könnte mit weniger auskommen. Das heißt, wenn du der ein Haus holst und der anderen eine Wohnung, warst du jetzt ungerecht? Ja. Natürlich, der Unterschied zwischen Haus und Wohnung ist klar. Warst du jetzt ungerecht? Nein. Weil die eine bedarf das. Die braucht das. Aber die andere braucht das nicht. Eine Frau von dir wiegt 50 Kilo, die braucht so und so viel Stoff als Arbeit. Die andere wiegt mashallah 150 Kilo, weil die jeden Tag 3 Kilo Baklava isst. Die braucht mehr Stoff. Ja, jetzt subhanallah, heißt es, du bist ungerecht, wenn du der einen mehr Stoff kaufst? Natürlich nicht. Eine ist zum Beispiel krank, die braucht Medikamente, die kosten im Monat 600 Euro. Ja, sollst du der anderen jetzt auch Medikamente holen? Nur einfach so, damit du gerecht bist? Also hier, nimm mal die Kopfschmerzen. Nimm mal das. Liebe Geschwister, die Gerechtigkeit bedeutet was? Die bedeutet, dass du ihr die existenziellen Sachen zur Verfügung stellst. Wie zum Beispiel? Kleider, sehr gut. Weiter? Wohnung, sehr gut. Weiter? Essen, Nahrung, richtig. Weiter. وين أهل التعدد هون؟ ما تعرفون الأحكام؟ ما؟ Du hast nicht تعدد؟ darf nicht. Darf einer von euch? Ihr habt ja nicht mal geäst. Was noch? Er sollte gleichgültig mit der Frau umgehen. Er muss seine Nächte aufteilen. Er kann nicht 3 Wochen bei der einen bleiben, weil sie ihm so gefällt, und einen Tag der anderen geben. Nein. Hier muss er Gerechtigkeit walten lassen. Selbst wenn es jetzt zum Beispiel einen Tag gibt, wo er bei einer bestimmten Frau sein müsste. Aber durch bestimmte Umstände kann er nicht bei ihr sein. Was muss er erstmal holen? Die Erlaubnis. Und ihr wisst, der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, bevor er gestorben ist, zu welcher Frau ist er gegangen? Zu Aisha. Was hat er aber gemacht zuvor? Seine Frau noch. Erlaubnis. Er hat die anderen Frauen um Erlaubnis gebeten. Das heißt, diese Gerechtigkeit muss da sein. Du musst die Nächte aufteilen. Zum Beispiel, du bleibst bei ihr einen Tag, bei ihr einen Tag. Oder bei ihr eine Woche und bei ihr eine Woche. Zumindest muss das gerecht aufgeteilt sein. Was haben wir gesagt? Materiell, muss das aufgeteilt werden? Wenn ich der einen eine Kette kaufe für 50 Euro, muss ich der andere eine Kette kaufen? Nein. Das gehört nicht zu dem existenziellen Ding. Aber natürlich, ein Mann sollte seiner Frau auch ab und zu, auf dem Gedeih, was machen? Geschenke machen. Freude machen. Geschenk heißt auch nicht immer was Großes. Auch wenn es von 99 Cent war. Zumindest, du schenkst ihr was und sie freut sich. Na, muss auch nicht geizig sein später. Schau, da gibst du richtig Geld aus für deine Frau. Beste Sadaka, die du ausgeben kannst, für wen? Für deine Familie, schau. Gibt schon was bei dir, oder? Mach gar nichts, erstmal müssen deine Brüder heiraten. Die werden dich nicht vor ihnen heiraten. Na, ich hoffe, es ist klar, was es bedeutet, Gerechtigkeit walten zu lassen. Und hier kommt ein Problem bei der Mary. Und viele denken, dass bestimmte Dinge aufgeteilt werden müssen. Deine Liebe kannst du nicht aufteilen. Auch die Intimität brauchst du nicht zu teilen. Du brauchst die Intimität nicht zu teilen. Das heißt, wenn man in der Nacht mit der intim war, muss man mit der anderen, nein. Das sind Sachen, die haben auch mit dem Herz zu tun. Aber was du in jedem Fall machen musst, du musst gut und gütig zu deinen Frauen sein. Wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli. Die Besten von euch sind die Besten zu ihren Ehefrauen und ich bin der Beste zu meiner Ehefrau. Das heißt, er hat uns sich als Maßstab vorgegeben. Vielleicht hättest du einen anderen überholen können, aber den Propheten sallallahu alaihi wasallam wirst du niemals überholen können. Und er war ein Vorbild in jeder Sache. Er war ein Vorbild in jeder Sache. Alayhi salatu wassalam. Kam yankihul hur.
Wie viel heiratet der normale, freie Diener? ولا يحل التزوج بأكثر من أربعة. Es ist nicht erlaubt, mehr als vier zu heiraten. لقوله تعالى سبحانه بارك فيك فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. So heiratet unter den Frauen, was euch gut erscheint, zwei, drei oder vier. Interessant ist, wie viel hat Allah hier angefangen? Zwei. Ihr geht an. Mit zwei hat Allah also wieder lange. Nicht mit einem, sondern mit zwei. ولقوله صلى الله عليه وسلم حين أسلم رجل وتحته عشر نسوة. Eine Person hat geheiratet und er hatte, das war vor seiner islamischen Zeit, er hat 10 Frauen gehabt. Wie viel? 10 Frauen gehabt.